Moin Moin zur 146. Schelmschau und ihr hört es schon, ich bin natürlich noch voll im Inselmodus. Ich bin frisch zurück von der Heinzcon Süd auf Pellworm und davon wollte ich euch heute mal berichten, denn ich habe ein paar schöne Tage auf der Insel erlebt und davon werde ich euch heute berichten. Aber natürlich geht es auch erstmal an die ganzen Neuheiten, die hier bei mir auf dem Tisch liegen, denn davon ist viel gekommen und es wird auch ein bisschen Halloweenig und deshalb gucken wir jetzt mal schnell da rein. Fühlt euch jetzt schon ein bisschen gegruselt. Los geht es mit diesem Band, der natürlich ganz viele unschöne Kreaturen enthält, die wir aber alle schon kennen, denn das ist nichts weiter als die Zusammenfassung der Pandemonien. Wenn wir hier irgendwo wahllos aufschlagen, werden wir etwas sehen, was wir wahrscheinlich schon so in anderen Büchern gesehen haben. Und ja, das Ding kommt wieder in schönem Schwarz daher, hat diese schöne goldene Prägung und kommt insgesamt auf eine stattliche Seitenzahl von 320 Stück. Also da kann man doch sicherlich sehr viel Schrecken unter der Heldengruppe verbreiten. Und ja, das Cover ist auch wirklich sehr schick geraten. Was ist denn das hier? Warum sind denn da schon so Flecken? Ach, okay. Das kann man abwischen. Alles klar. Gutes Buch. Und bleiben wir beim Thema. Wir haben auch ein erstes Schicksalspunkte- und Würfelset zu einem der Erzdämonen. Agrimoth ist der erste Widersacher, der ebenfalls hier ein Büchlein kriegt. Und jetzt ist natürlich besonders interessant, was gibt denn ein Chip-Effekt bei Agrimoth? Eine Begabung auf Fliegen, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung, Pflanzenkunde, Steinbearbeitung und die Schicksalspunkte-Option Qualität verbessern wirkt automatisch auf diese Talente. Außerdem kann der Held negative Effekte von Überhitzung ablegen und damit verbundene Zustandsstufen. Wirkt nur auf den Helden selbst. Das ist der Spezialeffekt und das sind die Schicksalspunkte mit diesmal keinem Göttersymbol auf der Seite, sondern tatsächlich mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Heptagramm da drauf. Mit Zähnen drumherum. Sehr schön. Das gefällt mir gut. Und wir haben sehr dunkelrote Würfel mit einem Symbol drauf, das ich gerade gar nicht deuten kann. Was ist das denn? Das kann ich wirklich nicht deuten. Leute, was soll das sein? Das hätte ich mir wahrscheinlich im Ulysses-Stream mal angucken sollen. Irgendwie drei Sterne mit so drei Flugbahnen daran. Ich bin gerade etwas überfordert. Aber egal. Auf dem anderen Würfel haben wir das Agrimoth-Symbol. Ich weiß jetzt schon wieder nicht, wo oben und wo unten ist. Das zeigt natürlich nach unten. So ist richtig. Und dann haben wir noch wie immer den stattlich aussehenden W20 mit einem schwarzen Auge auf rotem Untergrund. Sehr schön. Gefällt mir gut. Und das Gleiche haben wir natürlich auch noch in der zweiten Ausführung. Gleiches Farbschema. Ingrim ist es diesmal. Und so sieht das hier aus. Und was haben wir hier für einen Chip-Effekt? Begabung, Holzbearbeitung, Kraftak, Lederbearbeitung, Mechanik, Metallbearbeitung, Stoffbearbeitung. Ja, eigentlich dasselbe, bis auf das Hitzeeffekte vermeiden. Und wir haben dann hier die Esse mit den Flammen darüber und hier das Zwölfgötter-Symbol. Und dann haben wir das gleiche Symbol nochmal hier und das K-Symbol, die Schildkröte da und natürlich auch hier ein schwarzes Auge auf einem etwas goldeneren und weniger schwarzen, rot gesprenkelten Würfel. Also nicht gesprenkelt, sondern so schlierenartig. Dann haben wir... Wir bleiben erstmal beim Horrorthema, würde ich sagen. Wir hatten ja das
Stichwort Halloween, und deshalb würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Körperlose Schrecken. Ein neuer Kreaturenband, den haben wir, das ist keine Neuauflage, sondern das ist jetzt brandneu zum ersten Mal die aventurischen Geisterwesen in einem Buch. Also wenn ihr schon immer mal ein Irrlicht sehen wolltet oder wenn ihr den Seelenschnitter zu Halloween bei euch vorbeischauen lassen wollt, dann könnt ihr das jetzt tun. Oder vielleicht kommt ja auch die weiße Frau. Da ist sie. Ja, all das und noch viel mehr in einem Band, der 44,95 kostet und 160 Seiten stark ist. Da drin sind natürlich nicht nur Kreaturen, sondern da ist auch der Geisterbaukasten mit drin, mit dem ihr eigene Sachen bauen könnt. Ihr habt was mit Abenteuerschauplätzen, ihr habt da der Mardertobel, ein aventurisches Schlachtfeld, der geheimnisvolle Wald, eine verlassene Hütte, das Überwasserhaus, ein verfluchter Ruinenkeller und die Gabenbringerin, ein geisterhaftes Schiffswrack. Und dann haben wir noch die Schule der Austreibung zu Pericum und die Akademie der Erscheinungen zu Grangor. Und ja, das ist alles hier drin. Zack. Aventurische Geister in körperlose Schrecken. Dann haben wir endlich gekriegt das Heldenwerk Archiv 7. Das gibt es natürlich schon lange in der roten und blauen Edition. Jetzt allerdings in meiner Lieblingsvariante, nämlich der mit dem schicken Compound-Cover, wo all die verschiedenen Heldenwerke, also ein paar davon hier, zusammengefasst wurden zu einem Gesamtbild. Und das ist auch ganz schick geworden, wie ich finde. Ja, da drin sind natürlich wieder alle Abenteuer des letzten Jahres. Und zwar sind das in diesem Fall Gebet an die Tiefe, eine vergessene Mine, Puppenspiel, Wolfsherz, der Trovere, allerdings ohne CD natürlich in diesem Fall, der Fluch der Seestern und Frevlerwacht. Frevlerwacht ist ja das Con-Abenteuer, also wenn ihr das noch nicht auf irgendeiner Con bekommen habt und auch nicht das Einzelheldenwerk im F-Shop kaufen wollt, dann könnt ihr hier das mit im Gesamtpaket nehmen. Ich habe keine Ahnung, warum ich das Ding schon wieder zweimal bestellt habe. Anscheinend war ich da wieder mal ein bisschen vergesslich. Oder Ulysses hat einen Fehler gemacht. Ich war noch zu faul, das rauszusuchen. Ich nehme eher an, dass das mein Fehler war. So, und als wäre das alles nicht schon genug, haben wir auch noch zum ersten Mal eine neue Regionalspielhilfe im allgemeinen Look. Das ist jetzt das Look and Feel, das die regelfreien Regionalspielhilfen oder generell die regelfreien Bände haben werden. Wir haben also jetzt ein braunes Rückencover mit grünem DSA-Teil, mit einem weißen neuen Ulysses-Logo, also nicht mehr das Tribal alleine, sondern mit Drachen da mit drin. Dann haben wir hier ein Ornament, hier noch einen Sonnenornamentstreifen und dann kommt die Flusslande nicht zentriert. Also wahrscheinlich werden die ganzen anderen Texte ebenfalls hier auf dieser Höhe anfangen. Und oben noch so ein bisschen Schmuck dabei. Das ist das Rückenelement und das ist der Buchrücken. Und auch da haben wir wieder die Region auf einer Aventurienkarte markiert. Wir haben ein schönes Bild oben drüber. Und ja, das Innere, ich habe wirklich noch nicht reingeguckt, das ist natürlich ein bisschen peinlich, aber zum ersten Mal blättere ich gerade durch das Innere eines regelfreien DSA-Bandes. Und das sieht aufgeräumt aus. Da ist weniger Schnickschnack dabei, das ist im Layout deutlich einfacher als das, was die DSA 5 Bände sonst so machen. Und glaubt mir, ich weiß mittlerweile so langsam, wovon ich da rede, denn ich habe da schon jetzt auch genug mitgekämpft. Es gibt weiter die Fexensreden, aber jetzt mit diesem etwas einfacheren Schmuckrahmen, den man in InDesign, glaube ich, ziemlich einfach setzen kann. Im Ganzen ist natürlich auch noch Kartenmaterial dabei. Da gibt es eine politische Karte und die Regionalkarte ist da auch mit drin. So, das ist die erste neue Regionalspielhilfe. Ist alles ein bisschen neu sortiert, aber inhaltlich ist da nichts Neues drin. Das heißt, wenn ihr die alten Regionalspielhilfenbücher schon habt, braucht ihr das eigentlich nicht. Genauso gilt das auch hier für die Mysterien. Da ist natürlich
alles drin, was den Meister irgendwie interessieren könnte, einschließlich des Regionalabenteuers. Mysteria und Arcana, Flora und Fauna, Abenteuer in den Flusslanden und Ketten für die Ewigkeit. Also Abenteuer in den Flusslanden heißt, da sind auch die da ist der Abenteuerschauplatz, eine Zollfeste am großen Fluss mit dabei und die Schwester der fetten Jungfer, ein typischer Flusssegler. Ja, muss ich nichts zu sagen, ist das gleiche Buch zusammengestellt, also ist der gleiche Inhalt zusammengestellt aus alten Büchern, die es alle schon gab. Und dann habe ich irgendwo jetzt noch ein Buch unterschlagen. Habe ich nicht? Habe ich ein falsches Buch gekriegt? Ich hätte gedacht, dass ich den Regelband zu den, den Spielerband zu den Flusslanden auch bestellt hätte. Vielleicht hat man sich da ein bisschen vertan. Das kann natürlich durchaus auch sein. Ich muss nochmal meine Bestellungen durchgucken. Und zu guter Letzt gibt es noch ein paar Blips. Acrylmarker-Set für die Heldenwerk 7 Ausgabe. So, es ist ein Blip-Set, muss man nicht viel zu sagen. Es hat gekostet, keine Ahnung. Es sind wie viele Dinger da drin? Ich habe keine Ahnung. Steht auch nicht drauf, deshalb egal. Und wir haben noch die Flusslande. Ein Acrylmarker-Set wird hier ebenfalls nachgereicht. Das ist da drin. Boah. Und ich glaube, damit habe ich alle Neuheiten durch, bis auf diesen Herrn, den ich heute noch ausgepackt habe. Der kam schon am Wochenende an, der wurde nachgereicht. Das ist ein gewisser Herr Dexter Nemrod, mein Lieblings-NSC. Den habe ich seit Wolf von Winhall immer sehr geliebt und habe damals sogar in der Schule in der 6. Klasse eine Klassenarbeit über ihn geschrieben. Personen, die ich sehr bewundere. Das ist das Alter Ego von Thomas Römer. Thomas Ömel Römer. So, den haben wir auch. Den gibt es natürlich auch in der großen Fassung. Ein Produkt, was ich nicht bestellt habe, weil ich es schon habe, ist die Hexennacht. Die, die könntet ihr jetzt auch noch als Neuheit bestellen. Das waren die Produkte, die uns aus Waldems erreicht haben. Ansonsten haben wir noch einen neuen Artikel, der recht interessant ist, wie ich finde. Denn es geht ja langsam auf das große Jahr 2024 zu. Und da steht ja ein großes Jubiläum an. Es ist das 40-jährige Jubiläum von das Schwarze Auge. Und das will man natürlich auch, ich hasse es, das will man natürlich auch in der DSA-Redaktion gebührend feiern. Was mache ich hier? Den will ich auch nicht. Den will ich. So. 40 Jahre das Schwarze Auge. Was steht an? Also da ist ein bisschen was geplant, um zu feiern. Und zwar natürlich, womit sollte es sein? Mit dem, womit alles anfangen, nämlich dem Schwarzen Keiler. Das berüchtigste Wirtshaus am Greifenpass. Das kehrt wieder zurück, indem wir einen Sammelband kriegen. Zusammengefasst in Der Fluch des Schwarzen Keilers kriegen wir die Abenteuer. Das natürlich, das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler, die Rückkehr zum Schwarzen Keiler, wo das Geheimnis des Schwarzen Keilers drin war. Ein sehr gutes Abenteuer von Tom Finn. Man hat was mit Vögeln zu tun. Und dann gab es natürlich noch das Unheil zum Schwarzen Keiler, was schon vor 10 Jahren rauskam. Und mit DSA-1-Regeln im Schwarzen Keiler damals gespielt wurde. Zusätzlich zu diesen drei Abenteuern ist aber auch noch eine Sammlung von Essays da drin, die Thorsten Most, Tom Finn und die beiden Autoren von Unheil im Schwarzen Keiler, Maria Eckervogt und Tobias Töpp, geschrieben haben. Also drei Essays von 4 Autoren. Und da philosophieren Sie nochmal über den Einfluss vom Schwarzen Keiler. Und wenn euch das alles noch nicht genügt, da ist auch noch das Abenteuer Gewitternacht drin. Das gab es schon mal als Let's Play mit Nico, Alex, Dominik und Mayri. Und wenn euch das immer noch nicht reicht, dann gibt es noch ein paar Bierkrüge, die irgendwann in 2024 rauskommen sollen und die im Schwarzen Keiler-Design daherkommen sollen. Dann gibt es noch ein Spezialheldenwerk, auf das wir uns freuen können. Und auch noch das dickste DSA-Buch aller Zeiten. Da wird schon wieder
diskutiert, was das denn sein könnte. Nein, es wird keine G7-Neuauflage. Das kann ich euch, glaube ich, ziemlich verbindlich sagen. Und ja, wir gucken mal, was daraus wird. Auf die nächsten 40 Jahre, sagt Zoe. Und ja, schön, dass da was kommt. Und ich hoffe, da kommt noch einiges mehr. Denn 2024 bietet genug Platz, um noch das ein oder andere Produkt rauszuhauen. Vielleicht kommt ja auch unser Abenteuerband-Anthologie von unserem Abenteuerwettbewerb. Mal schauen. Bevor wir aber zum Schelmischen kommen, gucken wir nochmal eben auf das Regelwiki. Da hat sich nämlich auch einiges getan. Das ist nämlich jetzt umgestellt worden. Wenn ihr immer einen Link auf die alte URL gemacht habt oder so wie ich sogar eine Suche im Browser dahin gelenkt habt, dann wird die jetzt ein bisschen ins Nirvana laufen, denn die neue URL ist dsa.ulyssesregelwiki.de. Warum hat sich das geändert? Weil es jetzt nicht mehr nur das DSA-Regelwiki gibt, sondern wir haben tatsächlich Hexen, Schwarze Katze, und Talk Eternity ebenfalls noch mit dabei. Auf Englisch allerdings, letzteres. Und Dark Eye auf Englisch haben wir auch noch mit. Also, wir haben jetzt mittlerweile 5 verschiedene Regelwikis hier vereint. Man muss dazu sagen, die sind nicht vollständig. Also, wenn ihr bei der Schwarzen Katze reinguckt, da ist nicht so wahnsinnig viel drin, zumindest das, was ich so überflogen habe. Die Katzen sind noch bei der Inventur, die Inhalte sind noch in Bearbeitung und folgen später. Aber ja, wie angekündigt, das wird alles hier im Regelwiki freigegeben. So, dann hätte ich noch im Angebot ein neues Humble Bundle für alle, die gerne mit Roll20 online spielen wollen. Die kriegen nämlich ganz viele Rollenspiele. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen was dabei. Ich zeige es ja einfach mal. Also bisher sind in diesem großen Paket drin Dune, Pathfinder, Einsteigerbox, Deep Magic, keine Ahnung, was das sein soll. Hier noch ein bisschen was für Starfinder, die Tales from the Loop Starter, das Startpaket. Fallout, Fate, Starfinder, nochmal was dazu, irgendein Tarot-Set und noch weitere Dinge. Das alles kriegt ihr aktuell für 28,48 und da sollen noch ein paar Sachen mehr dazu kommen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Ich spiele das ganze Zeug nicht und ich spiele auch kein Roll20, aber ich dachte, ich sag's euch mal weiter. Und dann kommt noch eine Sache, die macht mir tatsächlich Angst. Die macht mir deshalb Angst, weil ich einen Keller habe, der ein begrenztes räumliches Volumen hat. Und dieses Volumen wird schon zu einem ganz guten Teil ausgefüllt von einem großen Klemmbausteingebilde. Dieses Klemmbausteingebirge kennt ihr schon, Gebilde ist die Burg Blaustein. Und die kriegt tatsächlich schon wieder eine Erweiterung. Man soll es nicht glauben, ich hatte es ja schon abgeschrieben, aber es wird kommen. Die Münzturm-Erweiterung für Burg Blaustein. Die mittlerweile 5. Erweiterung für dieses Wahnsinns-Wahnsinns-Set. Was gehört dazu? Wir sehen es hier schon auf dem Bild. Alle, die Burg Blaustein kennen, wir fassen das nochmal zusammen. Wir haben ja die Hurde-Erweiterung gehabt. Da wurden ja hier diese Holzbauten an die Gebäude dran gebaut. Da wurde der Turm hier oben vergrößert. Jetzt haben wir noch diesen ganzen Teil hier, der jetzt dahin gekommen ist, wo vorher hier noch ein bisschen karger Felsen in die Höhe ragte und wo auch so ein paar Holzgebäude waren. Die müssen jetzt mal wieder umziehen und stattdessen kommt da jetzt der Münzturm hin. Der Münzturm, ja, wir sehen es hier schon, der hat hier oben so ein paar Kanonen mit drauf. Das ist also eigentlich ein Pulverturm, aber innen drin gibt es auch noch eine Münzpräge, einen Münzprägeraum. Und hier unten sind dann jetzt die ganzen Holzgebäude zurechtgerückt und hier unten wird eine neue Palisade gebaut. Die Brücke hier scheint einigermaßen unverändert dageblieben zu sein, wenn ich das richtig deute. Ja, also ein großer Klotz und der kann sogar noch größer werden. Hier gucken wir irgendwie in die Münzprägung rein. Das kann man hier auch wieder so ausklappen. Und was mir noch mehr Sorgen macht, das Ganze ist modular. Und man kann diese ganzen Teile noch erweitern. Zum Beispiel kann man hier das einbauen, was manche schon vermutet haben, nämlich den Rittmeister und den Rüstmeister. Die kann man hier ebenfalls mit reinpacken und hat dann eine echt große Hauptburg und eine Vorburg, ein Dorf davor mit Palisadenwand. Also ja, das würde schon meinen Tisch hier ganz gut füllen, meinen Nebentisch. Wenn ihr also auch Interesse an Burg Blaustein habt und so wie ich schon 800 € auf die bisherigen 5 Sets geworfen habt, dann
wollt ihr vielleicht auch noch weitermachen und euch das Ding hier kaufen. Keine Ahnung, wann es kommt, keine Ahnung, wie viele Teile drin sind, aber es wird sicherlich teuer und es wird sicherlich noch viele Monate dauern, bis das Ding da ist. So, und mehr fällt mir nicht ein zum Thema Nachrichten, deshalb gehen wir mal weiter zum Schelmischen. Mittlerweile haben wir in unserem Abenteuerwettbewerb ja 8 layoutete Abenteuer und eins, was ich angefangen habe. Ich muss gestehen, ich bin da auch noch nicht weitergekommen, denn die Woche war tatsächlich mit Pellworm angefüllt. Es tut mir auch echt leid. Ich will euch gar nicht lange warten lassen. Vielleicht habe ich jetzt diese Woche mit dem Feiertag und ein paar Brückentagen, die ich wegen des Kindergartens jetzt nehmen muss, vielleicht finde ich da noch die Zeit, ein bisschen weiter zu layouten. Es stünde zu hoffen. Was ich aber gemacht habe für Pellworm war, dass ich die 8 Abenteuer, die wir bisher zusammengestellt haben, also die ihr geschrieben habt und die ich zusammengestellt und layoutet habe, in ein Buch gepackt, was ich mal wieder als Vorabentwurf habe drucken lassen. Es hat jetzt nicht mehr das Jutsche-Cover, weil das einfach zu schlechte Qualität hatte. Deshalb habe ich jetzt erstmal, ich weiß nicht wie final das ist, ein anderes Cover von der KI generieren lassen und ich habe es wieder Vermächtnis der Vergangenheit genannt. Ist ein doofer Titel, aber was Besseres ist mir nicht eingefallen und deshalb heißt es jetzt so. Das Buch ist wieder mal an der Ruhr-Uni Bochum in dem Druckzentrum gedruckt worden. Die können jetzt nicht so wunderschön bedruckte Hardcover, glaube ich, machen. Deshalb habe ich hier wieder Softcover genommen mit Klammerbindung und die Klammerbindung, die ist durchaus an ihre Grenzen gekommen. Es gibt gar nicht so lange Klammern da im Druckzentrum, deshalb fallen hier schon die ersten Seiten raus. Wir haben 120 Seiten und 8 Abenteuer. Es ist ein wirklich schönes Buch, aber Klammerbindung kommt hier an ihre Grenzen. Das Buch muss also, wenn ich das wirklich so mal irgendwie rausbringen will, ein Hardcover werden. Das hat mich gefreut, dass das so schnell wieder fertig gegangen ist. Ich habe es Mittwoch in Auftrag gegeben und Donnerstag konnte ich es abholen. Also ich liebe unser Druckzentrum. Das ist wirklich sehr schön. Was habe ich sonst noch gemacht? Ich muss gestehen, ich habe Zeit in das versenkt, was ich euch letzte Woche gezeigt habe. Ich habe nämlich an dem Computerspiel weiter gebastelt, weil es einfach so viel Spaß macht. Es macht tierisch Laune, ein Point-and-Click-Adventure zu machen. Und deshalb zeige ich euch jetzt einmal kurz den aktuellen Stand. Ich hoffe, ihr duldet das eben dieses... Ihr gönnt mir dieses kleine Vergnügen. Also, wir sind hier im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Wir beginnen das Abenteuer. Wie schon beim letzten Mal kommt unser Held Alrik oder Geron, habe ich ihn hier noch genannt, kommt hier angelaufen und quatscht. Dieser Pfad hinauf zum Greifenpass ist malerisch, aber er macht doch ganz schön Durst. Ich könnte einen Humpen Pferdocker Helles gebrauchen. So, wie vorher auch, kann ich jetzt hier rumlaufen. Ich kann mir das Pferd angucken. Prächtiges Tier, aber auch etwas furchteinflößend. Warum ist es furchteinflößend? Na, wenn ich mir jetzt den Geldbeutel nehme, dann beißt mich das Pferd. Wenn ich mir das Pferd jetzt angucke, dann sagt er jetzt, oh, das Mistvieh scheint gerade nicht hinzuschauen. Das ist die Chance. Das hat er gesagt, weil das Pferd runtergeguckt hat. Wenn ich mir das Pferd nochmal angucke, wenn es raufguckt, dann sagt es jetzt, das blöde Vieh scheint den Geldbeutel zu bewachen. Also nehme ich den Geldbeutel natürlich, wenn das Pferd gerade nicht guckt. So, ich habe ihn genommen, er ist weg. Aber wo ist er denn eigentlich hin? Nun, wenn man hier oben guckt, ich habe hier so einen winzig kleinen, den muss ich noch größer machen, einen Rucksack reingerendert. Wenn ich da drauf klicke, dann geht ein großer Rucksack auf. Ups, ein großer Rucksack auf und der ist echt schick geworden, wie ich finde. Den habe ich auch komplett von Midjourney generieren lassen. Nur das Innere musste ich von Hand ein bisschen dunkler machen. Das hat er ein bisschen zu hell gemacht. Aber ansonsten habe ich jetzt hier den Geldbeutel drin und könnte damit was machen. Wenn ich hier mit der Maus wieder rausfahre, geht das Inventar wieder weg. Ich klicke drauf, gehe rein, fahre wieder raus und es ist weg. Also das finde ich auch schon ganz schick geworden. Dann gehe ich hier rein. Und ihr seht schon, es ist jetzt ein bisschen mehr los im Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Da hinten ist eine kleine Gruppe von zechenden Leuten. Ihr seht jetzt auch, ich habe eine Rückansicht von meinem Helden tatsächlich erfolgreich generieren lassen. Das war gar nicht so einfach, dass das zum Rest passt, weil die KI dann doch immer wieder was abändert. Aber zumindest eine Vorderansicht und eine Rückansicht haben wir jetzt schon mal. Das finde ich ganz gut. Und hier haben wir noch einen alten Mann und der ist tatsächlich sogar ein Charakter, der animiert ist. Der guckt mal so und mal so. Mit dem könnte man auch reden. Ich habe auch ein bisschen Dialog für den geschrieben und dann habe ich auf meinem Laptop vergessen, dass sich mein Laptop ausschaltet, wenn ich ihn zuklappe. Und dann waren meine Änderungen nicht gespeichert und weg. Deshalb habe ich jetzt hier leider keinen Dialog. Der Typ soll quasi
so den Hintergrund zum Grafen Greifax erzählen in einem Gespräch. Also das, was man im Abenteuer von Mitgefangenen im Kerker erfahren kann, soll uns der hier erzählen. Dann kann man natürlich wieder zur Schankmaid Leti gehen, kann mit der reden. Jetzt haben wir hier auch ein einigermaßen schönes Pergament noch mit dahinter. Ich habe jetzt rausgefunden, wie ich das hier richtig anordne. Dann kann ich wieder mit ihr reden, kann sagen, meine Kehle ist ausgedörrt, etwas zu trinken wäre gut. Ich kann das Pferd auch Kahelle oder auch einen Schoppen Wein. Bestellen wir doch mal einen Schoppen Wein. Also macht 5 Heller. Gut, dass ich so viel Geld dabei habe. Und dann gehe ich wieder an meinen Tisch. Und dann kommt wieder der böse Graf Groto Greifax. Der wird mich wieder gefangen nehmen. Jetzt habe ich hier auch tatsächlich einen kleinen Dialog. Ich habe meinen Helden unsichtbar gemacht. Ich habe den einen Pixel groß transparent gemacht und lasse ihn jetzt hier reden. Das heißt, man kann auch ein Gespräch führen, wenn man selbst gar nicht im Bild ist. Dann sage ich hier irgendeinen Quatsch. Das muss ich alles noch richtig schreiben. Und dann werde ich in den Kerker geworfen. Der Kerker ist jetzt tatsächlich ein Raum mit 3 wunderschönen großen Fässern. Das finde ich schon ziemlich cool, wie die geworden sind. Das habe ich euch ja, habe ich euch das letztes Mal fertig gezeigt. Keine Ahnung, in jedem Fall geht der Raum jetzt hier hinten bis zu einer Steinmauer weiter. Und hier unten steht sogar noch eine Schnapsflasche. Die wollte ich noch machen, um hier Licht ins Dunkel zu bringen, weil wir kommen ja gleich in ein Höhlensystem, da braucht man irgendwie Licht und das, dachte ich mir, kann man am besten mit einer selbstgebastelten Fackel machen und dazu braucht man diese Schnapsflasche. Die kann ich auch nehmen, dann ist die hier weg und ich habe sie jetzt hier oben in meinem Inventar. Schnapsflasche, Geldbeutel, beides drin, super. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ich kann die Treppe raufgehen. Ich werde übrigens auch dunkler hier. Und heller. Und ich kann auch die Treppe raufgehen. Man beachte bitte das Geländer. Das Geländer ist tatsächlich zwischen mir und dem Betrachter. Also da werde ich tatsächlich verdeckt. Ich habe also das Geländer nochmal separat ausgeschnitten. Nach oben komme ich nicht. Ich komme hier sonst nicht mehr raus. Aber ich kann zum mittleren Fass gehen und kann das öffnen, indem ich es nehme. Hey, das kann man tatsächlich öffnen. Und dann geht hier ein Tunnel auf. Den Tunnel an sich, den hat er tatsächlich gerendert, aber er hat es nicht geschafft, das Innere hier irgendwie zu rendern. Deshalb musste ich das von Hand schwarz machen. Das habe ich hier irgendwie drüber gepackt. Und den Fassdeckel habe ich hier auch noch auf den Boden gelegt. So, und dann kann ich hier reinklettern. Dann wollen wir mal. Und dann sind wir in einem kleinen Gangsystem. Man kann hier hinten hingehen, da kommt man zu der Fallgrube, die es im Abenteuer auch gibt. Da stürzt man dann runter, jetzt in diesem Fall noch, weil ich da noch nichts gemacht habe. Man kann aber auch in diesen Raum gehen. Hier sollte eigentlich ein Schrank stehen. Das hat er allerdings in eine Kommode hier umgewandelt. Und hier sollten auch noch Schatzkisten stehen. Die hat er auch nicht gemacht. Aber das Brett haben wir hingekriegt. Ja, er hat es geschafft, hier Bretter hinzurennen. Ich habe dann nur noch ein Brett davon genommen und habe dann auch dieses Brett nochmal weggenommen und also habe es von der KI wegretuschieren lassen und deshalb kann man das Brett jetzt hier auch wegnehmen. Ich kann also nimm Brett sagen, dann steckt er das ein, wie das so Monkey Island Tradition ist. Man kann riesengroße, sperrige Gegenstände einpacken und kann das Brett nachher verwenden, um über diesen Abgrund drüber zu kommen. Ja, das hat alles echt erstaunlich gut geklappt und ich habe jetzt auch noch ein sehr schönes gerendertes Brett hier im, ist ein bisschen klein vielleicht, im Inventar mit drin. So, eigentlich wollte ich hier an die Wand auch noch einen Schalter reinrendern. Das hat aber wirklich überhaupt nicht geklappt. Das ist erschreckend schwierig. Also einfach nur ein Hebel in der Wand, den man rauf oder runter ziehen oder drücken kann, den habe ich nicht so ohne weiteres hingekriegt. Den muss ich tatsächlich von Hand reinretuschieren. So, und dann kann man jetzt hier noch zurückgehen und kann sich hier hinten in diesem dunklen Tunnel wagen und dann sagt er, und dann endet das Spiel. Bam. So, das ist der aktuelle Stand. Und ja, wie gesagt, ich habe viel Spaß damit gehabt. Und es macht mir sehr, sehr viel Freude, diese KI-Bilder zu generieren und das dann hier in Visionaire Studio zusammenzuklicken. Wenn ihr nochmal genaueres wissen wollt, guckt euch nochmal die Folge von letzter Woche an. Mehr kann ich euch jetzt aber nicht berichten. Wie gesagt, Abenteuer habe ich nicht weitergemacht. Gespielt haben wir letzte Woche auch nicht, weil einer meiner Mitspieler auf einer Lehrerkonferenz war, wo im Nachhinein sich ein paar Leute als Corona-positiv herausgestellt haben. Ich glaube, bisher ist er immer noch negativ. Er hat sich zumindest noch nicht gemeldet, dass er krank ist, aber uns war das zu riskant,
dass ich mich da jetzt anstecke und dann Werner Fuchs im Auto noch anstecke auf der Fahrt nach Pellworm oder zurück. Und deshalb haben wir die Runde ausgesetzt diese Woche und ich hoffe, dass wir jetzt diese Woche Donnerstag wieder spielen. In diesem Sinne haben wir das Schelmische beendet. Es gibt auch leider keinen Medientipp und deshalb gehen wir direkt rüber zum Thema. Die HeinzCon Süd, eine legendäre Veranstaltung, zu der ich schon in vergangenen Jahren gerne mal hingefahren wäre, aber ja, das ist ja nicht um die Ecke. Das ist auf der schönen Nordseeinsel Pellworm. Und um da hinzukommen, muss man ganz schön lange fahren von hier aus, vom Ruhrgebiet aus. Und deshalb habe ich das immer gescheut, da hinzufahren. Ich hätte es mir gerne mal angeschaut, aber da war ich dann doch zu träge, mir dafür wieder einen Tag frei zu nehmen und die lange Fahrt, die von hier aus 6 bis 7 Stunden beträgt, auf mich zu nehmen. Bis mich dann der Werner Fuchs angeschrieben hat, seines Zeichens letzter überlebender DSA-Erfinder, Autor vom Schwarzen Keiler und Legende und auch ein super netter Kerl. Und Werner hat gefragt, ob ich nicht Bock habe, mit nach Pellworm zu kommen und ihn natürlich zu fahren. Und ja, das habe ich dann natürlich gerne angenommen. Das war genau der Tritt in den Arsch, den ich gebraucht habe. Und so haben Werner und ich uns auf den Weg gemacht Richtung Pellworm. Pellworm sagte mir vorher überhaupt nichts. Ich war noch nie da. Meine einzigen Nordseeinseln-Erfahrungen sind eigentlich Jüst und Norderney, soweit ich weiß. Ich wüsste nicht, dass ich schon mal auf einer anderen Insel gewesen bin. Und deshalb bin ich da frei von jeglichem Vorwissen auf die Reise gegangen. Die Vorbereitungen waren natürlich ein bisschen aufwendiger. Man muss eine Fähre buchen. Um die Fähre zu buchen, muss man angeben, was für ein Auto man hat. Das Auto hatte ich nicht, weil das braucht meine Frau, also musste ich einen Mietwagen besorgen. Der Mietwagen sollte nicht zu lang sein, weil jeder Zentimeter mehr kostet mehr Geld. Aber er sollte auch nicht zu klein sein, dass Werner Fuchs meckert, dass es zu eng ist. Deshalb war das so eine kleine Gratwanderung. Ich musste ein Hotel besorgen, was gar nicht so einfach war, weil viele Sachen schon ausgebucht waren oder geschlossen hatten. Denn tatsächlich ist die Nebensaison oder das Ende der Saison dort eingeläutet und viele Hotels nehmen anscheinend gar keine Leute mehr auf. In jedem Fall war es ein bisschen kompliziert, da überhaupt noch was zu finden. Und wir sind dann in einem wunderschönen Hotel untergekommen, in dem wir fast alleine waren. Da komme ich gleich nochmal genau zu. Wir beginnen unsere Erzählung am letzten Freitag. Wie gesagt, ich hatte mich vorbereitet, hatte hier mein Abenteuer-Anthologie-Band zusammengestellt. Der lag bereit. Ich hatte auch noch, damit, wenn der Werner mitkommt, dachte ich, wir könnten ja auch noch eine schöne Sache machen. Werner hat damals ein paar Dinge in seiner Jugend mitgemacht, die immer in irgendwelchen DSA-Prospekten auftauchten, ansonsten aber überhaupt keinen DSA-Bezug haben. Und die Dinger wollte ich mal mitnehmen. Das waren immer 3 Dinge. Zum einen dieses Spiel, Krimi Party, ein Gruppenspiel, die letzte Chance. Da hat Werner tatsächlich nichts mit zu tun. Das ist geschrieben worden von einem gewissen Herrn Jamie Swice. Keine Ahnung, also das ist eine adaptierte Version. Es gibt auch noch 2 andere, Feuer löscht die Spuren nicht und Nachtflug in den Tod. Das gucken wir uns sofort an. Was ich aber hier nochmal hervorheben möchte, wenn wir uns diese Kiste mal angucken, die letzte Chance beinhaltet ein Heftchen, beinhaltet ein paar Personenaufkleber, die man hier rausnehmen kann. Eine Kassette, eine gute alte MC-Musikkassette und sie läuft tatsächlich noch. Ich habe sie ausprobiert und dann ein paar Briefumschläge, in denen weitere Informationen drin sind. Also es ist ein ganz normales Krimi-Dinner, so wie wir das heute auch noch in vielfacher Form zum Beispiel auf der Spielemesse kaufen können. Was ich an diesem Buch aber spannend finde, ist, dass innen drin eine DSA-Referenz ist. Wer sieht sie? Wo ist die DSA-Referenz? Natürlich, auf jeder Seite hier unten ist dieses Gebäude drauf. Und ja, es ist das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Fragt mich nicht, warum sie ausgerechnet dieses Bild wiederverwendet haben. Aber es taucht hier auf. Und damit ist das eigentlich für DSA-Sammler, muss man auch die letzte Chance sein eigen nennen, denn es hat einen DSA-Bezug. Ich habe keine Ahnung, ob das Sammlerarchiv das auch auf dem Schirm hat, aber
ich fand das ganz spannend, als ich das jetzt mal wieder entdeckte. Eigentlich geht es aber um was ganz anderes, um Werner Fuchs. Der hat nämlich folgende beiden Dinger mitgemacht. Nachtflug in den Tod, geschrieben, bam, von einem gewissen Autor Werner Fuchs. Man dachte übrigens, dieses Bild-Zeitung-Layout ist auch sehr schön. Also Look and Feel einer Bild-Zeitung. Und ein Spiel, wo er auch sagt, dass das echt schlecht ist, was er nicht unbedingt nochmal spielen möchte. Original verpackt habe ich mir das auch mal irgendwann bei eBay geschossen. Tatort Titanic. Auch das basiert auf einer Spielidee von Werner Fuchs. Werner hat erst ein bisschen komisch geguckt, aber dann war er doch bereit, dass ich diese Spiele mit ins Auto packe und wir sie zumindest mal vorzeigen. Wir haben sie nicht gespielt, seht ihr ja schon, ist ja noch original verpackt, aber ich fand es trotzdem ganz witzig, die mal mitzunehmen. So, das waren also die Vorbereitungen, die ich gemacht habe. Klamotten gepackt, Auto besorgt. Und so ging es dann am Freitagmorgen los. Ich hatte den Mietwagen um 8 Uhr abgeholt. Ich musste vorher noch ganz schnell meine Kinder zur Schule und zum Kindergarten bringen, also für die Schule fertig machen und zum Kindergarten bringen und dann ganz schnell mit Bus und Bahn weiter, um den Mietwagen abzuholen, um dann ganz schnell wieder zurückzufahren. Als ich den Mietwagen gerade geholt hatte, stellte ich fest, oh nein, die wollten um 8 Uhr losfahren in Erkrath und hätten bei dem aktuellen Verkehr 40 Minuten gebraucht. Das heißt, ich muss mich jetzt beeilen, um schnell nach Hause zu kommen, damit Werner Fuchs nicht alleine vor meiner Haustür steht. Und so kam ich gerade rechtzeitig an, als Werner und seine Frau bei mir in Bochum ankamen. Also seine Frau hatte ihn tatsächlich dann schon mit dem Auto netterweise aus Erkrath zu mir gebracht, sodass wir dann pünktlich um 8.45 Uhr oder sowas uns auf den Weg machen konnten Richtung Nordsee. Vorher habe ich aber beide natürlich noch genötigt, hier runter in meinen Schelmenkeller zu kommen und jetzt kann ich tatsächlich behaupten, dass ich mal den DSA-Erfinder und die Frau von seine Frau und die Schwester von Ulrich Kiesow hier in meinem Keller gehabt zu haben und die Tapete bewundert zu haben und so. Das fand ich sehr schön. Ich war natürlich zu aufgeregt, um Fotos zu machen. Aber ich weiß, sie waren hier in meinem Keller und das finde ich sehr cool. Werner und ich haben uns auf den Weg gemacht und sind gen Norden gefahren. Und die Fahrt geht dabei natürlich von hier aus immer über Hamburg. Und da hat man dann so die Wahl, ob man jetzt über Bremen oder über Hannover fahren möchte. Wir haben den Mittelweg genommen, denn wir haben uns noch einen kleinen Abstecher erlaubt. Wir sind unterwegs über Nienburg an der Weser gefahren. Schönes kleines Städtchen, das eine Besonderheit hat. Und diese Besonderheit möchte ich euch jetzt mal hier noch in einem kleinen Einspieler zeigen. Ich muss den Ton, glaube ich, ausmachen, weil da haben wir ein bisschen wild durcheinander geschwätzt. Aber grundsätzlich haben wir hier dieses Video. Dungeon 52. So, also nochmal. Wirtshaus zum Schwarzen Keller. Ich komme nochmal eben rein. So. Nein. Ausblenden, da bin ich. So, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Es ist eine Rollenspielkneipe, eine DSA-Kneipe, eine stilvoll eingerichtete, liebevolle Hommage an unser Lieblingsrollenspiel, aber auch jeder, der sich sonst irgendwie gerne in einem Mittelalter-Fantasy vielleicht auch so ein bisschen Irish Pub oder so. Also, wer sich so in der Richtung gerne mal einen schönen Abend gönnt, der ist hier ganz genau richtig aufgehoben. Und auch wenn der Schwarze Keiler eigentlich immer erst abends um, ich glaube, 17.30 Uhr aufmacht, hat man für uns extra eine Ausnahme gemacht. Wir hatten uns also vorher per Mail angekündigt und die hatten netterweise sich bereit erklärt, an einem Freitagmittag für uns schon mal die Kneipe zu öffnen. Für den DSA-Erfinder haben sie das mal extra gemacht. Das fand ich sehr, sehr nett und sehr, sehr cool. Und ja, dann sah das hier in etwa so aus. Das ist vollkommen willkürlich jetzt zusammengeschnitten. Also, sie haben tatsächlich eine Falltür, die runterführt in einen Weinkeller, genauso wie im echten Wirtshaus zum Schwarzen Keiler. Sie haben irgendwelche Pentagramme auf dem Tisch, sie haben irgendwelche barfüßige Komtessa oben dran stehen, sie haben Gargüle und Wolpertinger, sie haben einen wunderbaren Eingangsbereich mit einem Wirtshaus zum Schwarzen Keiler Fußabtreter, sie haben einen König, der in einem Käfig gefangen ist und eine riesige Schatztruhe, die es zu knacken gilt oder die anscheinend schon geknackt wurde. Wir haben einen kleinen Biergarten, wir haben ein paar Schiffe, die da rumstehen, wir haben alte mittelalterliche Zeichnungen, das Ganze ist ein abgeschiedener Raum, da kann man wunderbar spielen. Wir haben ein Steuerrad an der Decke und ausgestopfte Tiere an der Wand und wir haben tatsächlich ein
echten Keilerkopf in diesem Raum und noch einen größeren Keilerkopf im Nachbarraum, also im Hauptraum. Und das ist jetzt die Empore, von der man runterguckt. Und oben gibt es ganz viele gemütliche Tische, an denen man sich platzieren kann und leckere Getränke kredenzt kriegt. Man kann von hier oben nochmal die Schatzkiste und die ganzen Treppen sehen. Es ist sehr verwinkelt, es ist ein echtes altes Haus. Es gibt tatsächlich Katakomben unter diesen Gebäuden hier. Das ist alles, alles Historie, auf der man da steht. Auch hier gibt es überall super nette kleine Details. Die Aventurienkarte war leider verschwunden, die es da gab. Die war gerade zur Reparatur irgendwo zu Hause. Ansonsten sind hier super schöne Details. Werner musste aus einem der großen Krüge hier 5 Liter trinken. Und whoop, das kurze Bild, das tut mir leid, das zeigen wir gleich nochmal länger. Werner saß auf dem Thron und das Ganze hier ist der schwarze Keiler von außen, mitten in der Stadt mit einem wunderbaren Türschild. Und damit ich das jetzt hier nicht so kurz zeige, machen wir nochmal kurz ein paar Bilder von dem Ganzen. Das ist der Werner, der auf seinem Thron sitzt, eine Axt in der Hand, und wenn er auf dem Thron sitzt, dann muss er natürlich auch noch die Krone haben und freut sich dabei sichtlich. Und das sind die beiden Macher des Ganzen. Seit 20 Jahren gibt es diese Kneipe schon. Als sie das Ganze gegründet haben, wurde ihnen gesagt, die machen kein Jahr hier in Nienburg, das wird sich nicht halten. Aber wie man sieht, es ist ein wunderschöner Laden, der auch tatsächlich meistens gefüllt ist. Wenn ihr mit einer größeren Gruppe anreist, solltet ihr in jedem Fall reservieren. Es gibt Live-Musik, manchmal gibt es sogar Feuerspektakel und es gibt sehr ungewöhnliches Essen, also so altdeutsches Essen, so wie man es früher vielleicht gegessen hätte oder so. Das ist eine schöne alte Karte, die habe ich jetzt leider nicht mitgenommen, könnt ihr aber im Internet euch angucken. An der Wand hängen tatsächlich die 3 Abenteuer, die es dazu gab, und das eine davon ist jetzt auch tatsächlich die von Werner signierte Variante, die hat er frisch mitgebracht. Und ihr seht, wie groß er Fan ist hier, denn er hat sich hier tatsächlich eine alte Illustration direkt als Tattoo stechen lassen. Das ist die Kneipe von außen und also ich wüsste nicht, warum man nicht sofort alles stehen und liegen lässt und das kommende Wochenende auf eine schöne Zechtour in den schwarzen Keiler nach Nienburg an der Weser fahren sollte. Und jetzt sind wir schon auf der Con, das machen wir mal weg. Das wollte ich nicht, stopp, halt, aus, weg, so. Ja, also wir waren leider nur eine Stunde da, weil wir nicht viel Zeit haben. Wir haben natürlich auch nichts gegessen. Also doch, wir haben leckere Brownies gekriegt. Die waren so mächtig, dass Werner erstmal seinen Zuckerspiegel nochmal nachjustieren musste. Wir sind sehr lieb bewirtet worden und es war wirklich, wirklich sehr schön. Also es waren DSA-Freaks unter sich und Werner hat es genossen, in seiner Kneipe zu sitzen. Die irgendwann vor fast 40 Jahren seinem Hirn entsprungen ist. Die gibt es seit 20 Jahren tatsächlich in echt. Und er wusste bisher nichts davon. Also das war schon ein richtiges Highlight auf der Hinfahrt. Vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Und wir haben schon gesagt, eigentlich müsste man da mal irgendwie ein Let's Play oder irgendein Wine and Paper oder sonst was aufnehmen. Wir haben schon Orkenspalter gefragt, ob die da Bock drauf haben. Vielleicht machen wir was zu 40 Jahren, das schwarze Auge. Vielleicht geht es dann mal mit Werner oder sonst wem in den schwarzen Keiler. Wäre ziemlich cool, wie ich finde. Ja, dann fuhren wir weiter. Wir sind einigermaßen gut durchgekommen. Es gab wenig Stau und wir sind auch durch Hamburg, den Elbtunnel und so weiter ganz gut durchgekommen. Es gab irgendwie 10 Minuten Verzögerung durch irgendeinen Unfall, aber ansonsten war alles wirklich sehr entspannt. Trotzdem war es tatsächlich, hatten wir nur noch eine halbe Stunde Zeit, bevor die Fähre dann auch wirklich abfahren sollte. Wir haben noch schnell irgendwo was gegessen, eine sehr leckere Currywurst-Pommes, die aber auch sehr mächtig war. Und dann sind wir mit der Fähre übergesetzt auf die Insel Pellworm. Pellworm, Fähre, 35 Minuten Fahrzeit, wenn alles gut geht. Es war ein bisschen Gegenwind, wir haben, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht. Die Fähre kam auch ein bisschen später, aber es war alles überhaupt kein Problem, kein Seegang, den ich gemerkt hätte. Und laute Kinder, die da gespielt haben. Es gab sogar so einen kleinen Spielbereich in der Fähre, also es war wirklich ganz nett. Und dann kamen wir auf die Insel. Das Auto brachte uns dann auch sicher über die wirklich, wirklich dunkle Insel.
Pellworm hat keine reguläre Straßenbeleuchtung, zumindest keine flächendeckende. Und so ist sie tatsächlich eine Sternenguckerinsel. Man kann da wunderbar sein Periskop, wollte ich schon sagen, in den Himmel richten und sehr gute Sterne gucken, wenn nicht gerade so viele Wolken wie bei uns da waren. Wir sind in ein Hotel direkt am Leuchtturm gekommen. Das zeige ich euch auch gleich nochmal in Bildern. Wirklich, wirklich sehr schön. Das Problem an der Sache ist, es ist, wie gesagt, die Saison ist vorbei und wir waren mit einem anderen Gast, der auch zu der Con wollte, waren wir die einzigen im ganzen Haus. Das heißt, der Hotelbesitzer hat uns da persönlich die Schlüssel überreicht, hat uns gesagt, wo wir die Schlüssel nachher hin tun sollen, und danach haben wir ihn auch nicht mehr gesehen. Also wir waren jetzt tatsächlich 3 Tage in diesem Hotel, ohne dass wir irgendwie andere Leute oder den Hotel, irgendein Hotelmitarbeiter gesehen haben. Wir haben ihm gesagt, dass wir Frühstück auf der Con kriegen. Deshalb hat er für uns nicht extra ein Frühstück aufgetischt. Das war, glaube ich, auch gut so. Und ja, so haben wir uns dann erstmal da frisch gemacht, die Sachen da gelagert und sind dann zur Con gefahren. Und das kann ich ja dann nochmal irgendwie in Bildern zeigen. Ja, das machen wir erst nachher. Also, wir sind zum Bürgerhaus gefahren. Das Bürgerhaus war tatsächlich von unserem Leuchtturm aus keine 5 Minuten mit dem Auto. Zu Fuß wäre es wahrscheinlich eine Viertelstunde gewesen, es sei denn, man hat einen fußkranken Werner Fuchs dabei. Werner musste halt immer gestützt werden, weil er nicht mehr so ganz gut zu Fuß ist. Deshalb war ich quasi seine Stütze die ganze Reise über. Das haben wir ja schon mal gut in Limburg trainiert und das war auch überhaupt kein Problem. Am Ende wusste ich sogar fast, auf welche Seite ich mich stellen musste, wenn er aus dem Auto ausstieg. Die Con fand im Bürgerhaus von Pellworm statt. Das ist ein netter kleiner Gemeindesaal, der quasi genau die richtige Größe hat, um 60, 70, 80 Leute da gut bequem zu beherbergen. Und es war tatsächlich nie überlaufen oder zu voll, zu laut auch nicht. Als wir ankamen, war gerade die Quizveranstaltung da. Wir waren also wirklich kurz vor 8, glaube ich, da. Oder war es tatsächlich schon nach 8? Ich weiß es nicht genau. In jedem Fall, 8 Uhr sollte es eigentlich losgehen. Das war dann dieses Quiz. Und zu diesem Quiz hatten sich dann auch tatsächlich 3 Leute bereit erklärt, sich von Mairi grillen zu lassen in verschiedenen Disziplinen, von Rollenspiel über Allgemeinwissen bis zu Retro-Gedöns. Und die Fragen hatten es ganz schön in sich. Irgendwann nach ein paar Minuten, eine halbe Stunde oder so, wurde das Ganze so abstrus, weil keiner irgendeine Antwort geben konnte. Die Fragen wirklich, wirklich zu schwer waren. Und die einzige Kategorie, wo irgendwann nach den ersten 3 Fragen die ersten Leute verstanden haben, worum es ging, in der wurde immer nur das Wort Eule als Antwort gesagt. Oder zum Beispiel auch die Eulersche Zahl als Antwort gesucht. Das war witzig, aber ich glaube für die auf der Bühne teilweise auch ein bisschen deprimierend. Sie haben aber trotzdem, glaube ich, ihren Spaß gehabt. Mairi hat auch, glaube ich, ihren Spaß gehabt und hat sich immer wieder entschuldigt, dass die Fragen so schwer waren. Aber ich glaube, das Publikum war super unterhalten. Es war eine echt lustige Veranstaltung und es ging danach auch lustig weiter. Kurz einmal hier, um das Essensbuffet, was immer aufgebaut war, zu betrachten. Es gab da jede Menge Süßkram, den man sich einfach nehmen konnte. Es wurde gebeten, dass man dann eine Spende dafür dagelassen hat. Wir haben auch üppig genommen und üppig gespendet. Ich denke, das hat ganz gut gepasst. Überhaupt das Orga-Team hat das alles unentgeltlich, freiwillig super gewuppt. Ich habe selten eine so sympathisch geführte Con gesehen. Also ich habe eigentlich noch keine richtig schlecht organisierte Con gesehen, aber ich fand es wirklich, wirklich sehr, sehr sympathisch und toll gemacht. Vielen Dank an alle, die das gemacht haben. Werner war natürlich in seinem Element. Der hat dann nämlich nach dem Quiz sich mit einigen der Teilnehmern hier die Kante gegeben. Die Mädels hier waren auch gut dabei und haben gezecht. Und ja, das war dann auch der Ausklang des Abends. Am nächsten, wir sind direkt danach ins Hotel gefahren. Es war irgendwie 1 Uhr oder so, als ich dem Werner in seinem Zimmer abgeliefert habe. Und dann sind wir auch, glaube ich, ziemlich erschöpft von der Fahrt eingepennt. Und am nächsten Morgen ging es dann einmal auf den Deich für mich. Ich habe einmal so ein Rundumbild gemacht. Das ist hier ein bisschen verzerrt jetzt durch die Rundumsicht. Aber ich denke, ihr könnt euch das vorstellen. Hier so eine Buhne, die ins Meer hinausreicht. Ins Wattenmeer, was natürlich jetzt gerade hier kaum
kaum Wasser hat zur Ebbe. Und da ist unser Leuchtturm und unter dem Leuchtturm, da ist unser Hotel. Ja, der nächste Tag. Wir sind morgens natürlich nach dem Aufstehen direkt wieder zur Con gefahren, denn da gab es ja jetzt das Frühstück. Da hingen viele, viele nette Leute rum. Der Henner war zum Beispiel da und hat uns wieder mit dem hinter dem schwarzen Auge Namensschild genervt. Also auch wenn Gernot nicht da war, war er irgendwie doch da. Wir haben uns mit all den Leuten, die da waren, wunderbar unterhalten. Mit wem habe ich denn gequatscht? Tom Finn war natürlich da und das ist auch immer ein Highlight, weil Tom einfach eine coole Socke ist und immer Spaß macht. Man kann mit dem über alles quatschen und er ist auch immer irgendwie enthusiastisch. Das war richtig cool. Er war nicht ganz so enthusiastisch an diesem Morgen, weil er tatsächlich bis 5 Uhr gequatscht hatte und dann schon um 9 Uhr wieder auf den Beinen war. Respekt, das hat er sogar 2 Tage so durchgezogen und war, glaube ich, ganz schön durch, aber hat das echt bis zum Ende durchgehalten des Tages, hat den ganzen Tag gemeistert und abends dann sogar noch eine Runde auf der Bühne gespielt. Also Tom, du bist ein Tier. Ich bin zu alt dafür und ich bin 10 Jahre jünger als du. Das war also sehr nett. Dann Henna war natürlich cool, den sieht man ja überall. Das ist irgendwie so ein Standard auf keine Con, auf die ich gehe. In diesem Jahr habe ich Henna nicht gesehen, glaube ich. Ich glaube, ich habe ihn überall gesehen. Ja, wie auch immer. Sehr cool fand ich, dass Marco von Bluebricks da war. Marco von Bluebricks kennt ihr, wenn ihr den Bluebricks Videokanal verfolgt, den YouTube-Kanal. Da seht ihr Marco immer, der dann sehr fundiert immer die ganzen Klemmbausteinsets vorstellt. Und er hat mir dann auch noch, wir haben dann noch sehr schön über Klemmbausteine philosophiert. Ich habe ihn erstmal angeschnauzt, dass ich doch schon meinen Keller irgendwie noch brauche und er könnte doch nicht jetzt schon wieder eine 5. Erweiterung für die Burg Blaustein rausbringen. Er hat ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich hoffe, ich verrate jetzt hier nichts, was irgendwie geheim wäre. Aber tatsächlich ist diese 5. Erweiterung jetzt, basiert die auf den Entwürfen des Designers Martin. Aber der hat das nicht mehr gemacht, weil der erstmal eine Pause von Klemmbausteinen braucht. Tatsächlich scheint dieses Set erstmal von Anton entworfen zu sein. Aber auch der Marco hat da... Anton? Nein, Marco. Ach, keine Ahnung. Entweder der italienische Marco, der Designer, oder Anton, einer von beiden, hat das Set, glaube ich, designt. Wie auch immer, in jedem Fall nicht Martin. Und dass der ganze Turm, der da jetzt dran gebaut wird, ein Pulverturm sein sollte, der jetzt aber auch noch um eine Münze ausgestattet wurde, und das, also eine Münzpräge, ein Münzprägeraum, das ist tatsächlich auf Markus Mist gewachsen und er hat dann auch erzählt, dass wenn er so ein Set dann irgendwie in Auftrag gibt und mitdesignt, dann geht er tatsächlich an sein Rollenspielregal und zieht das Amorium Adariticum raus oder Tempeltürme und Tavernen oder sowas. Da kann er sich wunderbar inspirieren lassen. Also der ist wirklich DSA-Fan und der ist auch schon lange Orkenspalter-Supporter. Und das war echt cool, sich mit dem zu unterhalten. Das war mir eine große Freude. Ich hatte bisher einmal das Vergnügen, mit ihm zu sprechen auf dem Weltenwerker-Konvent. Und der war da und hat die ganze Zeit irgendwas gespielt oder selbst geleitet. Also das war schon eindrucksvoll. Ja, Mario und Nico waren natürlich da, die waren natürlich auch immer beschäftigt und die waren auch, sahen auch schon ganz schön müde aus nach der ersten Con-Nacht. Die haben ja vorher auch schon abends immer irgendwelche Labs gestreamt und so weiter. Die waren jetzt schon 3 Tage auf der Insel und ich glaube, das kann auch ganz schön fordernd sein, aber Mairi war dann am Sonntag, als sie alle öffentlichen Termine quasi bis auf die Lesung hinter sich gebracht hatte, war sie dann auch sehr viel entspannter als da. Und ja, ich hoffe, die haben auch ihre Con genießen können. In jedem Fall war das alles super organisiert und wir haben, glaube ich, alle da viel Spaß gehabt. So, das einzige Problem, was Werner und ich hatten, war, dass auf der Con tatsächlich viel gespielt wurde. Und das hieß, dass so in dem Zeitfenster so von 11 bis 1 Uhr oder sowas echt wenig Leute Zeit hatten, um mit uns zu quatschen. Denn die meisten waren tatsächlich in irgendwelchen Spielrunden. Das heißt, irgendwann wurde es uns dann auch ein bisschen zu langweilig da, weil miteinander quatschen müssen wir sowieso die ganze Fahrt über. Insofern war das jetzt auch nicht mehr so richtig tagfüllend und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt erstmal einkaufen. Denn Werner wollte ja für den Samstagabend, also schon unseren Abschlussabend, wollte er natürlich noch ein paar
kühle Getränke im Angebot haben. Also sind wir zu Edeka gefahren und haben Wein gekauft. Man muss dazu wissen, auf ganz Pellworm gibt es exakt einen Supermarkt, einen Edeka, und der schließt mittags um Punkt 12. Wer also nachmittags glaubt, dass er auf Pellworm noch irgendwas kaufen könnte, der ist so ein bisschen in den Po gekniffen. Wer meint, er könnte zu einer Tankstelle fahren, der ist ebenso in den Po gekniffen, denn es gibt auf ganz Pellworm exakt eine Tankstelle, die allerdings keinen eigentlichen Verkaufsraum hat. Es gibt da so eine kleine Werkstatt, die angeschlossen ist, aber nicht am Wochenende. Und wir stellten auf der Fahrt zum Supermarkt fest, verdammt, wir müssen tanken, denn mein Tank zeigte tatsächlich an, dass wir nur noch 60 Kilometer fahren können beim jetzigen Verbrauch. Das war nicht mehr so richtig viel, denn die nächste Tankstelle befand sich auf dem Festland in Husum und das waren von der Fähre aus nochmal irgendwie 20 Kilometer. Also wären wir da wahrscheinlich mit ein bisschen heißer Luft im Tank dann gerade so eben noch zur Tanke gekommen. Und das wollten wir natürlich vermeiden und haben versucht, die Zapfsäulen zu bedienen. Und Heidewitzka, war das peinlich. Ich habe es nicht geschafft, auf dieser Insel selbstständig zu tanken. Ich habe versucht, meine Karte in den Automaten zu stecken und dann sagte er mir auf einmal, ja, bitte 80 Euro PIN eingeben. Und ich dachte, hallo, ich will jetzt nicht für irgendjemand anderen, der vor mir getankt hat, 80 Euro zahlen oder so. Ich möchte jetzt hier bitte meinen Tank voll machen für 50 Euro oder wie viel auch immer. Und deshalb habe ich mich nicht getraut. Und dann sind wir wieder zur Con zurückgefahren. Und auf der Con rief dann jemand, irgendeine Mutter von irgendjemandem, die auf der Insel wohnte, an. Und die hat uns dann gesagt, ja, man müsse doch, das ist nur zum Freigeben des tatsächlichen Betrages. Also er reserviert nur die 80 Euro und bucht das dann nachher nach dem Tanken richtig centgenau ab. Und so sind wir dann nochmal hingefahren und haben dann richtig getankt. Und da war auch eine Einheimische, die hat uns das wirklich nochmal Schritt für Schritt erklärt, weil ich wieder zu doof war. Und so sind wir mit einem vollen Tank dann endlich so gegen 1, 2 Uhr, vielleicht auch 3 Uhr, keine Ahnung, wieder zur Con gefahren. Nein, wir sind erstmal ins Hotel gefahren, denn Werner brauchte eine Mittagspause. Ich wollte eigentlich an dem Adventure weiterschreiben, habe mich dann aber auch hingelegt. Und dann ging es gegen 5 Uhr wieder zur Con. Ja, da waren dann auch wieder Leute, die mit uns gequatscht haben. Und dann irgendwann abends kam auch tatsächlich das absolute Highlight, denn es gab ein Let's Play auf der Bühne und es wurde Wazen gespielt. Wazen ist ja ein Free-League-Spiel, das in diesem Fall in London spielte, wo immer es darum geht, gegen irgendein Wesen zu kämpfen. In diesem Fall ging es in ein Anwesen, in dem so eine Art Community oder ein Kult oder sowas von Künstlern sich niedergelassen hatte und von denen war einer verschwunden und unsere Aufgabe war es nun, diesem verschwundenen jungen Mann hinterher zu spüren und dabei einer schrecklichen Kreatur auf die Spur zu kommen. Das Ganze ging, ich weiß gar nicht, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Es war in jedem Fall sehr kurzweilig, es hat viel Spaß gemacht. Die Leute haben das echt richtig, richtig gut gemacht. Auf der Bühne waren Tom Finn etwas übermüdet, aber wirklich, wirklich gut dabei. Wir können hier mal eben uns die illustre Truppe einmal angucken. Rechts Tom Finn, dann hier Nikos und Mairis alten Gastgeber, bei dem sie ja in ihr altes Studio hatten und gewohnt haben. Dann kommen die beiden Mädels von Orkig im Geschmack, Bananepic und Bananepic und WTF, die haben das beide auch sehr schön gemacht und der Steffen, ich werde jetzt nicht versuchen, seinen YouTube-Kanal zu nennen, ich werde den hier verlinken, Krymanski, nein, wie auch immer der auch heißen mag, in jedem Fall war das echt eine richtig coole Truppe und auch wenn es eigentlich, glaube ich, eher ein spannendes Abenteuer sein sollte mit viel Mystery- und Horror-Elementen oder so, war es dann doch auch wirklich eine lustige Truppe, also es war eine schöne Mischung aus beiden. Tom Finn hat eine 60-jährige Zugefrau gespielt oder wie auch immer man das nennen wollte, mit einem lustigen Hamburger Akzent in London, weil er Hamburgisch am besten kann und das war wirklich, wirklich sehr unterhaltsam. Die hat am Ende mit einem Bügeleisen die Fee, um die es dann ging, in die Fresse gehauen. Das war sehr befriedigend. Und es gab auch noch ganz viele NSCs aus dem Publikum, die dann auf die Bühne gerufen wurden und auch die haben das richtig cool gemacht. Wenn ihr euch das Ganze nochmal angucken wollt, dann könnt ihr das auf dem Twitch-Kanal von Orkenspalter euch angucken. Ja, und
danach, mehr Fotos habe ich jetzt hier auch gar nicht. Ich hätte hier noch ein Foto von unserem Hotel. Das ist dann am Morgen, als ich abfahre am Sonntag. Und das ist nochmal die Ansicht des schönen benachbarten Leuchtturms. Der ist so klein, dass da nur 8 Leute oben Platz finden. Das ist ein bisschen wenig, aber das ist eine wunderbare Hochzeitslocation. Wenn ihr also nicht viele Verwandte dabei haben wollt und heiraten wollt, dann könnt ihr euch den Leuchtturm in Pellworm mal vormerken. Das ist ganz schön. Und wenn man vom Leuchtturm zur Seite guckt, da ist unser Hotel. Und hier vor sogar eine Mitfahrbank. Das finde ich auch immer sehr süß. Ja, wir haben den Samstagabend dann ausklingen lassen mit den Leuten von der Bühne. Werner hat seine Weinflaschen auf den Tisch gestellt und dann wurde auch fröhlich, aber nicht mehr ganz so fröhlich wie am Freitag gezecht. Also es war in Grenzen und Werner war dann auch angetrunken, aber nicht betrunken, als ich ihn dann um 1 Uhr, halb 2 Richtung Hotel manövriert habe. Wir haben an dem Abend, wie gesagt, mit den Leuten, die auf der Bühne gesessen haben, gequatscht. Also sowohl Orkig im Geschmack als auch Steffen saßen dann neben uns. Mairi und Nico kamen dazu, als sie wieder einigermaßen fit waren. Der Mirko, mit dem hat sich der Werner sehr lange sehr gut unterhalten. Auch das super nett. Das war auch der uns mit dem Tanken geholfen hatte. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, und man hat sich dann so unter YouTubern ein bisschen ausgetauscht. Wie schafft man das eigentlich mit kleinen Kindern 2-3 Mal die Woche auf Twitch live zu streamen oder sowas? Und die Mädels gingen da echt einigermaßen entspannt dran. Und das klang irgendwie sehr viel entspannter, als das mit meinen Streams manchmal so ist, dass ich dann noch tagelang vorbereite oder sowas. War ein wirklich sehr netter, sehr sympathischer Abend mit netten Leuten. Und ich danke allen dafür. Wir haben uns auch gegenseitig danach abonniert. Und ich werde jetzt bei Orkig im Geschmack sehr viel häufiger wahrscheinlich mal gucken, was die mal wieder so gemacht haben. Das war also der Samstagabend und dann kam auch schon der Sonntag. Wir haben natürlich, da wir erst um 2 Uhr oder was im Bett waren, haben Werner und ich jeweils etwas länger ausgepennt. Aber ich glaube, so gegen 10 Uhr war er dann auch wach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon alle Sachen wieder ins Auto gepackt. Ich war ein bisschen fitter, weil ich auch nicht getrunken hatte. Gegen 10:30 oder so haben wir uns dann wieder aufgemacht zur Con-Adresse, zum Bürgerhaus. Und da war wieder das gleiche Phänomen wie am Samstagvormittag. Es waren nämlich alle Leute in irgendwelchen Spielrunden oder waren in eigene Gespräche vertieft, sodass Werner und ich da wieder einigermaßen alleine rumgesessen haben. Dann kamen irgendwann noch Nico, Mairi und Tom dazu und so. Die hatten wieder bis 5 Uhr morgens gequatscht und so waren die dann erst kurz nach Mittag überhaupt vor Ort. Und wir haben uns dann von ihnen verabschiedet. Die Verabschiedung ist leider ein bisschen chaotisch ausgefallen, denn in dem Moment, als wir gerade Nico auf Wiedersehen sagen wollten, da hat sein Hund, der Indy, beschlossen, mitten in den Saal zu kacken. Und das hat er nicht nur einmal, sondern 3-mal, glaube ich, gemacht oder so. Das heißt, wir haben uns von einer Klopapier holenden Mairi und einem Mülltüten in der Hand habenden Nico verabschiedet und haben uns dann auf Richtung Fähre gemacht. Die Fährüberfahrt zurück war dann auch sehr viel stürmischer als auf der Hinfahrt. Zumindest hatte ich das Gefühl, auf der Hinfahrt habe ich nichts gesehen, weil es im Dunkeln war. Auf der Rückfahrt habe ich nichts gesehen, weil wir im Auto geblieben sind und da eine Stay Forever Podcast-Folge über Neuromancer gehört haben. Ja, und als wir die Überfahrt geschafft haben, haben wir uns wieder in unserem neuen Stammlokal da wieder ein Essen gegönnt und sind dann Richtung Heimat gefahren. 6 Stunden, 7 Stunden, ich weiß es nicht genau, sind wir wieder zurückgefahren. Es gab eine große Umleitung auf einer Landstraße, die wir nicht auf dem Schirm hatten, aber ansonsten sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen und ich habe so irgendwann gegen kurz nach 9 oder so hatte ich dann Werner in Erkrath bei seiner Frau gesund und munter rausgelassen und dann bin ich nach Hause gefahren, habe den Mietwagen abgegeben und bin noch kurz im Bermuda-Dreieck in Bochum vorbeigelaufen, habe eine Currywurst gegessen und bin nach Hause gelaufen. Kurz vor 12 war ich zu Hause und im Bett. Das war meine Con und ich kann euch noch mal kurz so ein bisschen meine Highlights
oder die wichtigsten Ereignisse der Con schildern. Was ist das, an das ich mich am liebsten zurückerinnern werde? Erstens, es war eine super, super nette Atmosphäre. Das ist bei jeder Con eigentlich so. Ich habe noch keine unfreundlichen Menschen auf einer Con erlebt, aber das war wirklich eine Familie. Da kannte sich irgendwie jeder, da waren viele schon zum zweiten, dritten Mal dabei. Das sind zum Großteil wahrscheinlich Unterstützer von Nico und Mayri dabei. Es ist eine Orkenspalter-Con und dementsprechend familiär ging das auch zu. Jeder kannte jeden. Und das Tollste war, es waren Hunde zugegen und es waren viele Hunde zugegen. Ich weiß nicht, wie viel genau, ich glaube 5 Hunde hätte ich jetzt gesagt. Es liefen Kinder da rum, es liefen Kinder teilweise irgendwie auch einigermaßen unbetreut da rum. Also irgendwie war das ganz selbstverständlich, dass keiner das Kind, was da mitten im Türrahmen spielte, jetzt umrennt oder sowas. Wir reden hier wirklich von kleinen, anderthalbjährigen Kind oder sowas. Es war eine super Verpflegung da, man konnte morgens immer das Frühstücksbuffet plündern. Es gab am ersten Abend Bolognese, es gab mittags am, nee, es gab zum Abendessen am zweiten Tag Hotdogs, die man sich selbst zusammenstellen konnte, vegan und nicht vegan. Die nicht veganen hatten eine echt schräge rote Farbe, die sahen irgendwie aus, als wären die gegen ein Feuerwehrauto gelaufen. Aber sehr lecker und sehr gut. Und ey, was will man mehr? Wir hatten Rundumverpflegung. Und es hat einfach Spaß gemacht. Werner war natürlich wieder mein Highlight, denn Werner hat auch jetzt, nachdem ich ihn ja schon mal nach Limburg gefahren habe und ich dachte schon viel erzählt hätten, hat er immer noch neue Erzählungen rausgeholt. Und es war wirklich auch diesmal wieder eine Freude. Klar, nach 2 Fahrten, die jeweils 7 Stunden lang waren oder sowas und dann noch Fähre und dann noch hier warten, da warten, da hat man schon viel erzählt. Aber dafür, dass es so eine lange Autofahrt war, war es wirklich kurzweilig. Wir haben erstaunlich wenig Podcasts oder sowas gehört. Wir haben gar keine Musik gehört, weil mein Internet nicht so mitgespielt hat. Aber ja, danke Werner, das war echt, echt richtig schön. Ich habe mit Nico und Mayri viel zu wenig geredet, weil die immer viel zu viel zu tun hatten. Das war aber auch irgendwie klar. Ich habe Nico die KI-Sachen, die ich so gemacht habe, gezeigt, hatte dabei aber irgendwie vergessen, dass er kein großer Fan von KI ist. Und als ich dann auch noch so blöde Sachen gesagt habe, wie, ja, vielleicht könnte man ja auch Ulysses dazu überreden, KI-Bilder zu machen und dafür dann den Künstlern, die dann die Bilder, die KI nicht kann, machen, dass die dann einfach mehr Geld kriegen. Da wurde er so wütend, dass er mich fast rausgeschmissen hätte. Zu Recht wahrscheinlich, weil das so naiv und blöd war. Ja, es tut mir leid. Ich sehe irgendwie immer nur die tollen Möglichkeiten der KI und habe irgendwie dann die ganzen Konsequenzen nicht so auf dem Schirm wie andere vielleicht. Ich hoffe, ich bin niemand auf den Schlips getreten mit meiner Begeisterung. Und Nico und ich haben dann am Ende gesagt, eigentlich müssten wir jetzt sowas wie so eine Jimmy Kimmel-Matt Damon-Rivalität oder sowas damit aufbauen. Aber ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich mag die beiden immer noch sehr und ich hoffe, sie mögen mich jetzt trotz meiner KI- und Ulysses-Freundlichkeit auch immer noch. Es war eine tolle Con, es hat Spaß gemacht. Alle Leute waren nett. Ich habe mit allen Leuten, mit denen ich geredet habe, gerne geredet und freue mich eigentlich drauf, die auch mal irgendwann bald wiederzusehen. Ob ich mich jetzt nächstes Jahr wieder auf eine Con nach Pellworm mache, das weiß ich nicht, weil die Fahrt, die ist echt ein Schmerz im Popo. Und es wäre echt schön, wenn diese Heinz-Con jetzt nicht immer auf Pellworm wäre, sondern vielleicht mal so abwechselnd, vielleicht einmal wieder in Richtung Frankfurt und einmal wieder Richtung Pellworm. So alle 2 Jahre könnte ich mir die Fahrt geben, aber jedes Jahr jetzt 7 Stunden die Fährüberfahrt mitnehmen, weiß ich nicht. Man könnte natürlich auch mal einen Familienurlaub auf Pellworm machen. Das ist ja wirklich ein schöner Ort und man könnte da wirklich auch mit der Familie ein paar Tage verbringen. Direkt neben dem Bürgerhaus ist Minigolfanlage. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. Mal gucken, was das nächste Jahr bringt. In jedem Fall war das, glaube ich, all das so, was ich euch von der Heinz-Con 2023 Heinz-Con Süd. Man beachte, das Süd bezieht sich auf das total im Norden gelegene Pellworm und die eigentliche Heinz-Con, die wir schon hatten, das war die in Köln, das war die vom Uhrwerk Verlag. Also wir reden von der Heinz-Con Süd von Orkenspalter TV auf Pellworm. Ich weiß nicht mehr, was ich noch erzählen soll, deshalb kommen wir jetzt mal ganz schnell zum Fazit.
Das Jahr 2023 geht langsam zum Ende und es hat mir viele, viele, viele schöne Cons bereitet. Und eine der gemütlichsten und persönlichsten war sicherlich die HeinzCon Süd in Pellworm. Eine Con, die von Orkenspalter TV organisiert wurde und ein ganz tolles Orga-Team aus Ansässigen von Pellworm und auch anderen Supportern hatte, die das wirklich gerockt haben. Es war alles perfekt organisiert und das Essen war lecker und die Verpflegung war toll. Danke an Nico und Mayri, dass sie uns dazu geholt haben. Danke an Werner, dass er mich da auf eine tolle Fahrt begleitet hat. Wir haben viel Spaß gehabt und wir sehen uns in 3 Wochen sowieso schon wieder, denn da geht es schon auf die nächste Con, die letzte Con des Jahres, Dreieich-Con 2023. Da wird der Werner auch wieder an meiner Seite sitzen und dann fahren wir ins gemütliche Dreieich bei Frankfurt. Was ist mein Highlight der Con? Das Highlight der Con sind die Leute. Das Highlight ist einfach, dass es alles Fans von Orkenspalter TV sind, so wie ich. Und ich wirklich gerne mit ihnen gequatscht habe. Ich fand toll, dass Marco von Bluebricks dabei war. Ich fand toll, dass Tom Finn dabei war. Und überhaupt gerne wieder. Ich bin total müde nach der Fahrt. Die Fahrt kann man vielleicht irgendwie noch anders hinkriegen, aber ansonsten war es eine perfekte Con. Und vielleicht beim nächsten Mal gerne auch ein bisschen länger, 1-2 Tage vorher, 1-2 Tage nachher. Das wäre vielleicht dann noch ein bisschen erholsamer. Aber auch so war es toll und ich freue mich auf die ganzen Begegnungen mit den Leuten auf den nächsten Cons. Wenn ihr dabei wart und wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, dann freue ich mich darauf, euch die Hand zu schütteln und über die schöne HeinzCon in Pellworm zu philosophieren und mich gerne daran zurückzuerinnern. Das war die Schelmschau 146. Nächste Woche sehen wir uns zur 147. Vielleicht zeige ich euch dann mal, woran ich beruflich so arbeite. Vielleicht kommt aber auch wieder ein ganz anderes Thema. Wir schauen mal und bis dahin sage ich Tschüss und Moin Moin sagt man, glaube ich, dann nicht mehr. Aber ihr wisst schon Bescheid. Bleibt gesund. Euer Schelm.